dann drauf. Auch hier gibt es noch einen Schlüssel. Erst einmal den da besiegen. Wow. So, dafür müssen wir irgendwie beide Schalter betätigen. Dafür müssen wir irgendwie dieses Ding hier rausholen. Ich glaube, dieses Ding können wir erst rausholen, sobald wir den größeren Haken haben. Okay. Gut. Ja, aber nachdem wir es einen Schlüssel haben, wissen wir eigentlich, wie es weitergeht. Da gibt es einen Schlüssel. Ich muss jetzt nur den richtigen Ort finden, wenn wir da hingekommen sind. War das... Na, ich glaube nicht, dass es da war, oder? Ja, schnell weg da. So, wie bin ich nicht da hingekommen? Ich hätte... Ah, ich glaube, ich war eh schon richtig. Ich hätte nur rauf gemusst, da glaube ich. Ja. So. Darüber. Darauf. Autsch. Na, da nicht, aber da gibt es einen Schlüssel. Darauf. Autsch. So. Nur ein Raubschleim. Die anderen sind mir eigentlich egal. Weil hier bekomme ich eh wieder Leben. Ah, ich liebe den Boomerang. Ich kann es nicht oft genug sagen. So. Das war jetzt extrem, aber extrem dumm. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Keine Ahnung, was ich, wo ich jetzt schon wieder mit den Gedanken war. Warte, kann ich doch gleich rechts gehen? Na, kann ich ja gar nicht. So. Boah, schnell weg da. Da bin ich falsch. Da bin ich richtig. Wo war denn jetzt der Raum? Warte, hier? Nö. Autsch. Da war er. Den Raum habe ich gesucht. So. Alles klar. Da wird sich irgendwie der Wasserspiegel noch ändern. Hundertprozentig. Moldorn. Könnten wir uns auch mal neue Schilder mal testen. So. Ja, funktioniert. Oh, großer Rubin, sehr gut. Oh, ich will ja alle. Ebbe bei Rot, Blut bei Blau. Oh no. Das ist jetzt ein ganz klassischer Wasser-Dungeon. Du hörst Wasser hinausströmen. Oh no. Schauen wir mal, wo sich jetzt was getan hat. Oh no. Also der Bauch von Yabu Yabu hat mir in Ocarina of Time mehr gefallen. Boomerang will ich. Brauche ich Kaffee eigentlich. Okay, also da ist jetzt schon überall kein Wasser mehr.
Oh no. Warte mal, aber da, na Blödsinn, da war vorher war schon kein Wasser mehr, oder? Da schon, okay. Autsch. So, genau, weil da sind wir wieder hier. Ah. Da müssten wir eigentlich so rüberkommen. Jawohl. Was es bringt, keine Ahnung. Aber wir kommen so rüber. Ah. Dann darüber. Dann kommen wir zur Kiste. Ups. Ein Ring. Danke. Nehme ich gerne. So. Da gibt es auch noch eine Kiste. Genau, weil da war auf jeden Fall überall Wasser vorhin. Nehmen wir Schlüssel. Gehen wir runter, da gibt es nämlich auch noch eine Truhe. Aber ich glaube, die können wir immer noch nicht holen, ne? Ach so, aber wir könnten ja jetzt, warte mal, zumindest einmal probieren. Okay. Okay, aber trotzdem bleibt das Problem, dass wir noch einen zu kurzen... Jetzt ist es verdammt knapp. Dass wir einen zu kurzen Haken haben. Kann man das verschieben? Nö. Oder in die Richtung? Nee. Okay, na. Da geht es definitiv noch nicht weiter. Okay. Das haben wir schon gelöst, das Rätsel. Elegant, wie ich bin. Und da ist der Eingang. Okay. Gut, da haben wir einen Raubschleim, den werden wir gleich los. Oh. So. Was haben wir hier denn Schönes? Das müsste jetzt nicht lösbar sein. Weil wir auch hier, glaube ich, großen Haken brauchen, aber wir brauchen eigentlich den Stein hier gar nicht. Ja, mehr. Den zum Mario-Stab. Zack. Easy. Okay, da ist immer noch zu, aber wir kommen jetzt mal nach rechts. So, was haben wir hier denn Schönes? Aber vielleicht muss man da später nochmal hin, wenn wieder Wasser ist und dann brauchen wir doch wieder den Haken. Da gehen Stiegen nach oben. Da wird ein einzelner Raum nach oben gehen. Wo es auch eine Kiste irgendwo geben müsste. Da ist eine Kiste. Hinter einem verschlossenen Block. Okay. Aber wir haben einen Schlüssel. Und wenn ich mal irgendwie den Weg rüber finde, dann könnten wir den unsere Kiste holen. Okay. Was ist da links noch? Oder da oben. Da kommen wir runter und auch hier gibt es eine Kiste. Aber wenn wir da runterhüpfen, gibt es mal vorerst kein Zurück mehr. Deswegen gehen wir zuerst mal darauf. So, da gibt es drei Wege. Gott. Gleich mein Bumerang ausrüsten. Na gut, gehen wir einfach mal rauf. Da gibt's auch nichts, okay. Eine Fee, die wir eigentlich nicht brauchen. Gut, selbst wenn man da was schieben kann, kommen wir hier nicht durch. Da kann man auch nichts verschieben. Aber man könnte theoretisch so nicht rüber. So rüber. Ja, das geht sich aus. Oh. Easy.
Und dann könnten wir hier weiter. Autsch. Rüsten wir mal auf B mit dem aus. So, es ist ja auch weg. Okay. Da geht's wieder rauf. Können wir mit dem Schwert ausrüsten? Herz, Herz, okay. Wir haben das Schwert doch wieder. Oh oh. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn wir so viele Schwerter finden. Müsst ihr umdrehen? Danke. Ah. Ah. Von der Hitbox. So. Was sind wir da jetzt? Hier und unten wird es eine Kiste geben. Dann gehen wir runter. Das wäre die Kiste. Aber wie kommt man da schon wieder hin? Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, da kommt man jetzt so noch gar nicht hin. Gehen wir mal rauf. So. Kann man die auch? Warte mal. Na, die gehen nicht, okay. Interessant. So, da kommt man nicht rüber. Das ist zu weit weg, würde ich mal vermuten. Yes. Okay, aber da geht es nach links weiter in einen Raum, wo wir schon waren. Ah. Oh. Na gut, dann lass uns wieder Wasser hineinfüllen. Du hörst Wasser hereinströmen. So, da hat sich mal nichts getan. Hier auch nicht, aber da geht's wieder runter und da unten ist wahrscheinlich jetzt Wasser. Okay, da hat sich auch nichts getan. Na, da ist auch noch kein was. Da. Weg da. So, dann gehen wir da mal zurück. Weg da. So, oh oh, das war jetzt nicht schlau. Aber auch nicht schlimm. So, da geht's hier wieder nur runter. So. Da geht's wieder nach links oder auch nochmal runter. Ah, da ist jetzt wieder Wasser. Und da gibt's noch einen Raum in einer Truhe. Mit einem Schlüssel sogar. Mit ein paar Moldorns. Sollte kein Problem sein mit dem Schwert durch. Perfekt. Ein weiterer Schlüssel. Gut, dann sind wir mit dem Raum schon fertig. Perfekt. So, wir könnten hier tauchen. Würde es aber nur interessieren, was es da gibt. Thank you.
Boah. Okay. So, da geht's nach links weiter. Und da oben müsste es dann schon zum Boss gehen, ja genau. Wenn wir da mal einen Boss-Key bekommen, wissen wir schon, wo wir hin müssen. Sonst gibt es hier aber nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal nach links. Ah, jetzt sind wir hier, alles klar. Ja gut, dann würde ich jetzt aber sagen, dann gehen wir nochmal zurück. Und zwar hier. Und dann geht's wieder mal ins Wasser. So. Ah, ich glaube, da waren wir schon, ne? Nur können wir jetzt hier überall lang schwimmen. Nur bringt es uns nichts. Okay. Da sind wir wieder hier, alles klar. Gut. Was war da oben? Da ist eine Truhe, wo wir hin können, auf jeden Fall. So, erst einmal die lästigen Quallen da beseitigen. Ah, Herz brauche ich nicht. Akasha-Kern. Warum nicht? Nehme ich gerne mit. So. Da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Da könnten wir mal rauf wieder. Da waren wir aber noch nicht. Da ist eine Eule. Können wir die Eule von hier? Eigentlich geht sich besser aus. Nö, schade. Okay. Ich muss ganz kurz mal da entlang gehen. Nee, man kommt aber noch nicht hin. Nee, okay. Irgendwie müssen wir da noch hinkommen. Okay, lassen wir das mal. So, dann gehen hier wieder Treppen runter und da wird es auch noch runter gehen. Schauen wir kurz noch mal da runter. Ah, na, fuck. Shit, wie komme ich da jetzt wieder hin? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da noch mal rauf. Findet den Weg wieder. So, darüber. War auch nichts mehr. Weg mit dem. Ah, warte mal, warte mal. Wow. Autsch. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau. Oh, Vieh. Ja, damit. So. Das müssen wir wieder aktivieren.
Das ist zwar alles ein bisschen umständlich, aber leider geht es nicht anders, glaube ich halt. Ja, genau. Wartet, bis ich vorbeigehe, weil die so gescheit sind. So. Ah, danke fürs Herz. So, dann geht's wieder runter. Warte mal. Ich flieg da mal runter. So, genau, die Kiste haben wir da eh schon geholt. Oh ja, aufpassen. Genau, zu dieser Truhe kommen wir noch nicht. Diese haben wir dafür schon. So, genau, dann haben wir hier jetzt. Ist so gelöst.